Sie chattet gern ihr Deckname My Brit. Ihr Motto Angelina, so Brad Pitt. Sie tanzt und singt professionell, posiert auch gern als Nacktmodell, dem Foto nach ein zuckersüßes Ding. Er hingegen nennt sich Mr. Big. Er macht in Öl und wohnt mit Meeresblick. Ein durchtrainierter Waschbrettbauch und ein Ferrari hat er auch. Die Rolex sieht man gut am Handgelenk. In der Internet-Single-Börse sind sie alle reich und schön. Da wird man höchstens 29, das ist ein Online-Phänomen. Sie haben tausend geile Hobbys, sind alle sportlich und auf Diät. Die Blase platzt beim ersten Date. Eine kleine, dicke Frau betritt den Raum. Auf dem Schildchen steht My Brit, er glaubt es kaum. Die Stimme piepst, die Beine krumm, er wundert sich, sie druckst herum. Hab das Foto meiner Schwester reingestellt. Er lacht, ich geb es zu, mein Ferrari ist von Rebell. Ich wohne auch nicht auf Sylt im Grand Hotel. Bei Mama hat nicht gut geklungen, ich bin auch nicht mehr ganz so jung, aber zumindest weiß mal, ich schwör's. In der Internet-Single-Börse sind sie alle reich und schön. Da wird man höchstens 29, das ist ein Online-Phänomen. Sie haben tausend geile Hobbys, sind alle sportlich und auf Diät, die Blase platzt. Beim ersten Date. Er sagt, aber joggen tu ich wirklich regelmäßig. Sie lacht so wie ich, ja klar. Einmal im Jahr. In der Internet-Single-Börse sind sie alle reich und schön. Da wird man höchstens 29. Das ist ein Online-Phänomen. Sie haben tausend geile Hobbys. Sind alle sportlich und auf Diät, die Blase platzt beim ersten Date.